Es funktioniert nicht. Das bringt nichts. Was drin ist in unserer Nahrung? Was denn nun? Also entweder abstreichen oder nicht. Fassi, ich habe einen Bericht im Fernsehen gesehen. Und die haben gesagt, Vitamine sind richtig gefährlich. Und so künstlich hergestellt, bringt das gar nichts. Das ist nur Geldmacherei. Echt? Das haben die gesagt? Wow, das haben Journalisten recherchiert. Also diese Journalisten, die werden immer besser heutzutage. Unglaublich. Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer König. Ah, ein Telefon, ich freue mich. Hallo, Klatschblatt Schulz hier, wer spricht denn da? Coach Cecil. Ah, Coach Cecil. Nee, das weiß ich nicht, wie da die Studienlage ist. Nein, ach, damit kenne ich mich doch nicht aus, Mann. Ey, mein Chef hat doch nur gesagt, ich soll schnell einen Bericht erstatten, Mann. Also, nein, also das weiß ich alles nicht. Okay, tschüss. Ah, nett dieser Coach Cecil. Meine Freunde, Vitamine sind ungesund, machen uns richtig krank. Also Vitamine machen uns richtig krank. Und vor allen Dingen, die sind ja alle so böse künstlich hergestellt. Weil sonst haben wir, wenn wir einkaufen gehen, haben wir ja nur natürliche Nahrungsmittel. Und wenn wir die ganzen verpackten Sachen, da ist ja nichts Künstliches drin. Und deswegen, die Vitamine, die sind künstlich hergestellt. Und deswegen sind die richtig schlecht. Die bringen gar nichts. Ich habe geträumt, dass alle Produkte künstlich hergestellt werden. Okay, meine Freunde, erstmal schreibt ihr mir bitte als erstes, schreibt ihr mir rein, weil ich möchte ja interagieren. Ich möchte wissen, was ihr macht und was ihr nicht macht, damit ich genau daraufhin aufbauend die richtigen Videos für euch mache. Deswegen jeder, der das guckt, soll jetzt unten reinschreiben, ob er zusätzlich Vitamine nimmt, ja oder nein. Das ist ganz wichtig, weil daraufhin kann ich dann die Videos besser planen, okay? Also jeder, der das guckt, jetzt ganz kurz Hashtag unten, ja oder nein. Das reicht, das war's, okay? Hashtag... Okay, dann kann ich spezieller auf euch abgepasst die Videos machen. Okay, wir gucken uns als allererstes heute an, sind Vitamine wirklich eine Verarsche und nur Geldmacherei? Dann gucken wir uns als zweites an, ob sie so künstlich, wie sie hergestellt werden, denn überhaupt effektiv sein können oder ob das völliger Quatsch ist. Dann als dritten Punkt haben wir mein Fazit. Okay, sind zusätzliche Nahrungsergänzungen, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, sind die komplett sinnlos oder nicht? Und es ist ganz einfach zu verstehen. Wir haben essentielle Nährstoffe. Blende ich euch ein. Da seht ihr, es sind unterschiedliche Vitamine, die wir aufnehmen müssen, sonst sterben wir. Es sind unterschiedliche Mineralstoffe, es sind Spurenelemente, es sind die essentiellen Aminosäuren und es sind die essentiellen Fettsäuren. Die Sachen müssen wir aufnehmen, sonst sterben wir. Wir können sie nicht selbst produzieren, wir werden sterben. Dann koppel ich dieses Wissen einfach mit der Verzehrstudie. Und ich habe hier ja, ich habe euch die schon mal vorgestellt, und das ist eine Verzehrstudie aus 2008. Wir können jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es nicht besser geworden ist in den letzten 10 Jahren, sondern eher schlechter. Aber es geht mir auch nicht um, da werde ich gleich zukommen, es geht mir auch nicht um die einzelnen genauen Prozentzahlen, weil das ist ja ein Durchschnitt. Es kann sein, dass du komplett überversorgt bist und dein Nachbar komplett unterversorgt. Das sind ja Durchschnittswerte. Aber diese Durchschnittswerte besagen halt hier, ich blende es euch wieder ein, dass wir einen Vitamin-D-Mangel haben, einfach von 85%, weil wir hier nicht genug Sonne haben. Und wenn wir Sonne haben, sind wir bis hier hinzu und cremen uns ein. Wir kriegen einfach nicht genug Vitamin D. Als Beispiel, dann Folsäuremangel, auch 80%. Eisenmangel bei Frauen, 15 bis 50 Jahren, 75%, Mann, andersrum. Dann haben wir Jodmangel, 70%, Vitamin E, 50%, Vitamin C, 30%. Es ist auch völlig egal. Wie ich immer sage, es kommt gar nicht darauf an. Weil es kommt nicht darauf an, wie viel Prozent. Wir sehen in der Verzehrstudie, wir haben wohl Mängel. Was ihr jetzt macht, wenn ihr diejenigen seid, die sagt, ey, nein, Vitamine, das ist völliger Quatsch, brauche ich gar nicht. Es ist doch ganz einfach. Lasst einfach, geht mal zum Arzt, schwer, Orthomolekularmediziner. Und lasst einfach alle Werte abnehmen. Also ein Aminogramm, da guckt der genau, wenn wir genau wissen, ob ihr alle Aminosäuren, alle essentiellen Aminosäuren habt. Wenn ihr zum Beispiel beim Tryptophan einen Mangel habt, was heutzutage sehr viele haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr depressiv seid und ja, nicht gut drauf seid, sehr groß, weil das der Baustoff vom Serotonin ist. Dann kann man sehen, die Spurenelemente, ihr wisst ja selber, Eisen, Jod, Kupfer, lasst einfach alles abnehmen. Ganz einfach. Und dann wisst ihr ganz genau, wo ihr einen Mangel habt. Weil ihr werdet euch wundern, dass ihr nicht überall gut abgedeckt seid. Also selbst wenn ihr euch gut ernährt und alles macht und so, ihr werdet trotzdem nicht überall höchstwahrscheinlich gut abgedeckt sein. So, da habt ihr den Beweis für euch. Okay? Wenn ihr es nicht machen wollt, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem ziemlich hoch, dass ihr irgendwo Mängel habt.
Ja, aber auch die Pharmaindustrie, die hat sich ja auch daran beteiligt, an den Nahrungsergänzungen, ne? Die machen ja richtig viel Geld mit Vitamin D. Mhm. Und das kann ja gar nicht sein, dass die Pharma dann will, dass wir alle krank werden, weil die verkaufen dann ja selber Vitamin D. Ja, mit dem Vitamin D, da hat sich die Pharma natürlich, die will sich beteiligen. Die sieht, oh, es ist rumgekommen, auch dank solcher Video, deswegen teile ich das Video auf jeden Fall. Es ist rumgekommen, dass Vitamin D-Mangel auf Dauer zu sehr, sehr vielen schlechten Zivilisationskrankheiten führen wird. Deswegen haben die gedacht, okay, machen wir Folgendes, wir verkaufen auch einfach Vitamin D, aber wir haben die Macht, gesetzlich auf jede Packung schreiben zu lassen, 1000 internationale Einheiten pro Tag. Was heißt das jetzt genau? 1000 internationale Einheiten pro Tag, das ist ein Äquivalent zu 60 Sekunden in der Sonne stehen. Ja, wenn der Körper ungefähr 4.000 bis 5.000 Einheiten pro Tag verbraucht, wie soll ich dann mit 1000 Einheiten meinen Speicher auffüllen? Es funktioniert nicht. Trotzdem, also ich habe sichergestellt, dass die Leute trotzdem weiter unterversorgt sind. Ich habe auf die Packung raufschreiben lassen, nur 1000 Einheiten pro Tag. Das heißt, es gibt viele Schisshasen, die denken, nein, nein, höher darf ich, das ist ja toxisch sonst. Und ich habe zusätzlich noch Geld über die Nahrungsergänzungen verdient. Alter, warum ist mir das nicht eingefallen? Ja, okay, aber in manchen Studien, da hat Vitamin D gar nichts gebracht. Die Leute haben sich gar nicht besser gefühlt, ja. Guck mal in alle Studien rein. Mit Vitaminen ist anders als mit den Medikamenten. Wenn ich zum Beispiel in Afrika eine Vitamin-D-Studie mache und denen Vitamin D gebe und dann sage, hey, die haben sich gar nicht besser gefühlt. Ja, die haben genug Vitamin D. Vitamine pushen dich nicht ins Nirvana. Wenn du einen Mangel hast, ist es schlecht. Wenn man den Mangel ausgleicht, wirst du dich besser fühlen. Wenn du keinen Mangel hast, dann bringt auch nicht zusätzlich Vitamin D obendrauf was. So, und in den anderen Studien, wo es nichts bringt, ja, da geben die 1000 Einheiten. Das bringt nichts. Das kann ich, da braucht man keine Studie zu machen, das kann ich so sagen. Also, man muss das alles ein bisschen, außerdem mit Studien ist sowieso so. Ist schön und gut, alle Studien zu lesen und zu kennen. Könnt ihr alles machen, könnt ihr alles lesen, habe ich auch jahrelang Studien. Aber irgendwann wird man schlauer. Irgendwann liest man nicht nur jede einzelne Studie, sondern versteht man, was dahinter steckt. Ganz ehrlich, wenn ich eine Studie habe, zum Beispiel Produkt B, und dieses Produkt B, ja, hilft bei 80% der Leuten, super, bei 20 gar nicht. Ja, was bringt euch die Studie? Die bringt euch gar nichts, weil entweder ihr gehört zu den 20% oder ihr gehört zu den 80%, das wisst ihr ja vorher nicht. Das Einzige, was man gucken sollte, dass dieses Produkt B euch nicht krank macht, also dass es keine Nebenwirkungen hat. Wenn es keine Nebenwirkungen hat, probiert es aus, ob es den Effekt hat. Entweder ihr gehört zu den 20%, zu den 10%, zu den 30%, zu den 50% oder nicht. Jetzt besprechen wir Punkt 2. Was war der Punkt 2 nochmal? Naja, also die Vitamine, ne? Die sind ja voll künstlich. Die wirken ja gar nicht. No. Da würde ich sagen, ist ein bisschen was dran. Es gibt natürlich Stoffe, die wirken nicht so gut. Und es gibt Stoffe, die sind viel bioverfügbarer. Also die werden viel besser vom Körper aufgenommen. Es gibt unnatürliche Nahrungsergänzungen. Es gibt natürliche, jetzt zum Beispiel Vitamin C. Da gibt es Ascorbinsäure. Das ist praktisch ja, rausgefiltert und da ist alles drumherum. Oder es gibt es halt noch das Vitamin C als Komplex in der Hagebutte oder in der Acerola-Kirsche oder so. Ja, das sind Unterschiede. Und ja, man kann bei jeder Sache gucken, dass man die natürliche Form findet, die am besten bioverfügbar ist. Würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, wenn ihr was nehmt, guckt, dass es die beste Form ist, die der Körper am besten aufnehmen kann. Ja, aber bringen Vitamine was oder nichts? Also viele sagen auch, nee, bringt gar nichts. Und das finde ich so geil, weil das ist so kontrovers und so idiotisch. Wenn ihr zum Arzt geht und ihr nehmt zum Beispiel Eisen ab und ihr habt einen Eisenwert von, keine Ahnung, 7,5, dann seid ihr ja kurz vor Bluttransfusion, aber sagen wir mal so, ihr werdet müde, blass sein, euch schlecht fühlen und so weiter. Was macht der Arzt? Also wenn er euch nicht eine Transfusion reinhaut, dann wird er euch ja irgendein Eisenpräparat geben, okay? Oder wenn ihr Muskelkrämpfe habt oder so, sonst was, dann wird er euch ja wahrscheinlich ein Magnesium geben, ein Citrat wahrscheinlich oder irgendwas. Das heißt, in der Schulmedizin ist eigentlich schon klar, dass wenn wir einen Mangel haben, dass wir den ausgleichen müssen. Eigentlich. Aber auf der anderen Seite ist die andere Palette an Nährstoffen, die einfach in der Schulmedizin noch nicht angekommen, die wird dann abgestritten. Was denn nun? Also entweder abstreiten oder nicht? Also entweder, wenn man es abstreitet, dann kann man auch kein Eisenpräparat geben, weil ist ja Quatsch. Oder anderes Beispiel jetzt, Homozystein. Wenn ihr diesen Test macht, dann macht das wirklich beim Orthomolekularmediziner, weil das große Blutbild, Da ist ja nichts drin. Da ist kein Vitamin D drin, da ist kein Homozystein drin, da sind keine verschiedenen Entzündungswerte, Stresswerte, da ist eigentlich fast gar nichts drin. Die ganzen einzelnen essentiellen Mineralstoffe und so, das ist da ja alles nicht mehr drin. Wie viele Fälle kenne ich persönlich, wo Personen zu Arzt gegangen sind, jahrelang, und der Arzt sagt dann irgendwann, wenn er nicht mehr weiter weiß, nee, sorry, Sie müssen jetzt eingewiesen werden, das ist psychosomatisch. Wenn die Ärzte nicht mehr weiter wissen, sagen sie immer psychosomatisch. So, Sie müssen in die Praxis und so. Und dann forscht man weiter und dann sagt man, hey, mach doch mal das, lass mal den Test machen. Dann gehen die dahin und sehen zum Beispiel nur einen Nährstoff, ein Mineral oder eine Sache.
die extrem im Keller ist, wenn man die dann gibt, sind alle Symptome weg. Aber wenn man es nicht testet, dann kann man es nicht wissen. Ich bin jetzt wieder komplett abgeschweift, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Naja, auf jeden Fall, also Schulmedizin kennt ein paar Sachen und da ist es okay. Aber wenn jetzt so die Leute mit anderen Sachen kommen, dann ist es auf einmal nicht okay. Da ist einfach null Logik drin. Aber ich wollte ja, jetzt fällt es mir auch wieder ein, ich wollte ja auf den Homozysteinspiegel zu sprechen kommen. Der Homozysteinspiegel ist ein sehr, sehr gefährlicher Wert. Wenn der zu hoch ist, dann habt ihr ein sehr großes Risiko an Arteriosklerose oder so Herzinfarkt zu erkranken. Das ist nicht so toll. Deswegen, der müsste runtergehalten werden. Da kann ich zum Beispiel sehen, oh, mein Homozysteinspiegel ist hoch, wenn der denn gemessen werden würde. Aber wenn ihr den jetzt messt, oh, der ist hoch, alles klar, was mache ich? Dann nehme ich Vitamin B6, B9, also Folsäure und Vitamin B12. Und dann nehme ich das und dann sehe ich, okay, der Homozysteinspiegel geht runter, super. Also ich sehe ja in den Blutwerten, dass die Vitamine doch und schon einen Effekt haben. Und dann, wenn der Homozysteinspiegel zum Beispiel runtergeht, im Endeffekt kann es mir doch dann egal sein, ob ich ein künstliches Vitamin B, sonst was, schieß mich tot, genommen habe oder eins aus natürlicher Quelle. Das Wichtige ist ja erstmal, dass die Mängel ausgeglichen werden. Und deswegen ist diese ganze Diskussion, natürlich bin ich immer dafür, nehmt ein Präparat, was am besten verfügbar ist und so, aber die Basis ist doch immer, das in dem Blut genau anzugucken, wo habe ich Mängel? Und dann wisst ihr genau Bescheid, dann gibt es kein ins Nichts reinzuraten und oh, Verschwörungstheorie hier und da. Messt das Blut, ganz einfach. Und jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Mein Fazit ist, ich kümmere mich jetzt mal in Zukunft, wenn ihr mal nach Hamburg kommen wollt, werde ich jetzt in Zukunft wahrscheinlich mal mit ein, zwei Leuten Laboren und Ärzten zusammenarbeiten, die es ein bisschen verstanden haben. Deswegen werde ich euch da auch gerne beraten, wenn ihr sagt, okay, ich will nach Hamburg, ich möchte das, dann würde ich euch dann auch in Zukunft mal sagen, okay, was würde ich machen, was ist sinnvoll zu testen und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ja, mein Fazit ist, auf jeden Fall mit unserer heutigen Ernährung, mit unseren heutigen Böden, mit heute was drin ist in unserer Nahrung, würde ich auf jeden Fall immer. Deswegen nehme ich halt Nahrungsergänzung. Und wenn die Leute dann immer sagen, oh, das kann ja nicht sein, das ist ja so viel. Ja, aber wir haben halt eine Ernährung, die halt nicht mehr alles bietet. Und das sieht man in ganz normalen Verzehrstudien. Und ich würde jedem Deutschen einfach empfehlen, oder auch Österreich oder Schweizer, Vitamin D. Bestellt euch Vitamin D. Also wenn zu Hause bei euch kein Vitamin D im Schrank ist, und das ist auch noch ein günstiges Nahrungsergänzungsmittel, sprich, ihr habt mit so einer Ampulle, die irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro kostet, habt ihr 3, 4, 5 Monate. Hallo? Also das ist ein Muss. Man muss es machen. So. Die 10-15%, die keinen Mangel haben, die kommen gerade aus dem Urlaub. Die sind aufgetankt. Ansonsten hat jeder, sagen wir, wenn kein Deutscher in Urlaub fahren würde, hätten wir alle einen Mangel. 100%. Wo sollen wir es auch herkriegen? Deswegen, und das könnt ihr nicht über Nahrung, ihr könnt nicht 6 Kilo Hering am Tag essen. Es funktioniert einfach nicht. Deswegen seid schlau. Mein Fazit ist, ich habe nicht genug drin und deswegen gucke ich, dass ich alle Mineralstoffe, alle Nährstoffe abdecke, auch über Nahrungsergänzung, nicht nur über eine gesunde Ernährung. Dann habe ich heutzutage so viele Giftstoffe und so viel ätzende Sachen einfach in diesen ganzen verarbeiteten Produkten und so weiter drin, die ich ja sowieso nicht nehme. Aber selbst wenn ich Gemüse, weiß ich auch nicht, was das für ein Boden ist. Weiß ich auch nicht, ob da irgendwie doch ein Düngemittel, Glyphosat oder irgendwas raufgespritzt wurde, obwohl es Bio, man weiß es ja nicht. Deswegen nehme ich zusätzlich immer noch was zur Entgiftung, wie zum Beispiel Spirulina und so. Es sind einfach für mich, ich mache die Sachen, die ich mache, aus bestimmten Gründen. Und das mache ich. Ihr müsst es ja nicht machen. Aber ich mache das aus den Gründen, die ich euch erkläre. Und hey, ihr könnt es auch gerne machen oder halt nicht. Aber so, aber jetzt diese Vitamine einfach so, ah, das ist alles schlecht. Und das ist halt echt ein bisschen sehr, sehr kurz gedacht. Deswegen, meine Freunde, guckt einfach, dass ihr auf eure Gesundheit achtet. Ja. Ja, also irgendwie, wenn du mir das jetzt so erklärst, dann ist es eigentlich ganz logisch, was du sagst. Also, meine Freunde, schreibt mir rein, nehmt ihr Nahrungsergänzung, ja, nein und welche auf jeden Fall. Schreibt mir jetzt, wenn ihr zu Ende geguckt habt, dann schreibt ihr noch ein welche und dann weiß ich als Code, dass ihr zu Ende geguckt habt. Oh, ist das nicht... Und wenn ihr euch coachen lassen wollt, Maximumprinzip. Are you listening? Damn.